Wow. Guck, guck. Geil. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren gepflegten Runde Let's Play Call of Duty World War 2. Ja, in der letzten Episode sind wir in der Normandie gelandet und jetzt haben wir eine Mission, nämlich sollen wir Bunker säubern von den Nazis. Das heißt, wir schmeißen hier die Nazis raus. Was anderes würde auch keinen Sinn ergeben. So. Komm, rein, 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 rein. Oh, ich hab doch ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Komm, wir schmeißen. Jo. N. Geil! Wir brauchen auf jeden Fall sowas. Der versorgt uns ganz... Ah! Offenbar mit Verbandskästen, wenn wir die brauchen. Und das ist gar nicht so verkehrt. So, Swan, sei vorsichtig. Da hocken Nazis rum. Gute Nacht, meine Herren. Also, gut, alles klar. Das war der erste Bunker. Bunker sichern, nice. Drücke Tab. Okay. Zussmann. Wow. Wie schön ruhig und friedlich es hier auf einmal in der Ecke hier ist, ne? Wow. Okay, ich nehme alles zurück. Turner. Ja, ist mir schon klar, Alter, aber... Ich kann ja nicht zaubern, ne? Habe ich dir gerade dein Leben gerettet? Gern geschehen. Boah, was die hier alles hingezimmert haben. Leck mich am Zuckerli, ey. Unglaublich. Bunker sichern. Vorsicht! Wie mach ich denn das? Ups. Oh, verdammt. Werf eine Granate! Hau mal ab. Habe ich irgendwen? Habe ich einen? Ich weiß es nicht. Wow. Guck, guck. Geil. Ist das trash, liebe Freunde. Hab den Verbandkasten. Jo,
Das ist sehr gut. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Mach ich. Dankeschön. Dann ziehen wir uns gleich mal einen davon rein. Dass wir hier auch wirklich mit maximaler Energie durchkommen. Wow! Übertreibt doch nicht immer so. Tanzt für mich. Und du da auch. Nachladen hilft. Oh, scheiße. Wir haben überhaupt keine Waffen mehr. Ich glaube Tatsache, dass wir die Waffe austauschen sollten gegen die hier. Die gut... Turner! Treffer versenkt, Alter. Müssen wir ja. Wow. Alter. Der hat mich aber richtig zerpflückt, der Typ. Der hat mich gut zerpflückt. Ich weiß nur nicht, wie man das macht. Ja, ist mir schon klar. Wow. Ich glaube, es war's. Fang! Alter, die Bunker auszuräuchern ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Wow. Nice. Ich habe keinen Bock, dass hier noch Nazis rumpimmeln. Achso, das ist Pearson. Wo kommst du? Alter, wo kommt denn dieser? Jawoll! By the way, dann können wir eigentlich mal gleich gucken. Optionen. Spiel verlassen. Nee, ich will das Spiel nicht verlassen. Steuerung. Tastenzuweisung. Genau. Nahkampf. Primäre Taktik ist E. Zielmarkierung. Moralfähigkeit, Waffe wechseln. Steht da irgendwas von Nades, Alter? Autowaffenwechsel, bla bla bla. Zielvorrichtung, keine. Ich bräuchte schon. Waffenfeld, M. Okay. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, ducken, springen, hinlegen. Ich brauche aber schon Sicht. Nee, wir brauchen wirklich die primäre Ausrüstung ist G. Taktikausrüstung E. E. Das wäre es gewesen. Einfach E drücken. Ah.
So, dann lass uns doch mal schauen, ob wir hier irgendwas finden, was uns in irgendeiner Art und Weise vielleicht weiterhelfen könnte. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, hier in irgendeiner Art und Weise was zu wechseln. Natürlich. So, E ist die Smoke. Alles klar, das ist gut zu wissen. Das ist einer von unseren Boys. Oh, shit, ich habe einen von meinen Jungs gekillt. Das tut mir schon wirklich leid. Das tut mir wirklich. Aua. Hab ich mich erschrocken, Alter. Frankreich. Sehr schön hier. Französischer Wein vor allem ist sehr, sehr geil. Schreibt mal in den Kommentaren, wer war mal in Frankreich? Noch keine Angriffswelle, überleben wir nicht. Wow. Schnauzen. Scheiße. Ich bin fast down. Ey, ich bin fast down, Alter. Unglaublich. Wow. Richtig gutes Ding, ey. Wow! Komm, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Schöne Entdeckung. LOL! Habt ihr das gerade gesehen? Da hat, glaube ich, jemand mit dem Flammenwerfer rumgespielt. Hier geht's nicht weiter. Hier rein! Vorsicht! Ich habe hier eine Feindformation! Oh. Schaltet sie auf! Geil! Geil! Das ist ja geil. Teddy hat neues Spielzeug. Das ist ja geil. Das ist ja mega nice. Wow, Flammenwerfer für Daddy. Daddy, Daddy! MP40 ist an sich gar nicht so verkehrt. Ja, komm, wir nehmen die Waffe jetzt mit. Weil ganz ehrlich, davon finden wir des Öfteren, genau, Munition. Und von unserer Waffe nicht. Aber die sind Typ gleich. Das ist das Schöne. Geil. Halt! LOL! Von hinten? Ey, ist das ein Penner. Wo kam der denn jetzt her? Das heißt, wir müssen noch mal die Waffe jetzt wechseln. So. Da müssen wir dann schon aufpassen, dass wir von hinten nicht noch mal weggesnackt werden. Ich denke mal, wir pushen da jetzt rein. Lol. Alter.
ganz schnell einen Verbandskasten nehmen. Und direkt noch einen hinterher. Oh oh. Ich hab's verkackt! Ich hab's so dermaßen verkackt. Ich habe versehentlich die falsche Taste gedrückt. Scheiße! Was war das denn jetzt? Das war ja wohl ein jämmerlicher Try, oder Jungs? Wow! Komm mal her! Nicht mehr lange. So, die tauschen wir schon mal. So. Aber das mit dem Pushen war gar nicht so verkehrt, ey. Wir pushen die jetzt nochmal. Surprise. Aua. Nice. Na los, Bewegung! Ja. LOL! Oh nein! Jetzt habe ich das echt wieder verkackt. Ey, jetzt habe ich es wieder verkackt. Ich könnte so kotzen. Oh, eigene Blödheit. Ladies and Gentlemen, eigene Blödheit. Hey, Yankees. Wow. Alter, wenn das klappt, was ich jetzt vorhabe. Der feine Granate! Das wäre ja jetzt irgendwie nice, wenn wir das so schaffen würden. Tanz für mich, tanz! Jo, das sieht gut aus. Alter! Ich weiß echt nicht, was die gegen uns haben, ey. Unglaublich. Das ist Sussmann. Nice! Wir haben es. Können wir uns doch mal eindecken auf jeden Fall. Wir brauchen Muni. Unglaublich, liebe Freunde. Unglaublich. Ah, Muni. Geil. Nochmal Verbandskasten. Nehmen. Komplett. Sind wir voll? Jawohl. Yeah. Geil. Das hat doch mal geklappt, liebe Freunde. Jetzt sind wir gut ausgerüstet und bereit, ja, in der nächsten Episode weiterzumachen, liebe Freunde. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst es mich mal durch ein Däumchen nach oben wissen. Unten rechts könnt ihr auf die Ente klicken, um eine Abo-Ente zu werden. Oben links findet ihr mein GTA 5 Stuff und unten links Let's Play CS GO.
Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage Schäbelö und noch einen wunderschönen Tag. Ciao.